Nein. Oh, mal zwei. Geht los. Hängt? Sein Lehm hängt. Scheiße, es hängt. Jetzt geht's. Okay, alles klar. So. Die hat gehangen, die hat gehungen, heißt das. Gehungen. Die Leute können nicht mal Deutsch. So, jetzt Violetta. Sehr schön, Violetta. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Jetzt gleich mal drei. Jetzt! Danke für die Ohren. Alles mal drei. Alles mal drei. Ich verkaufe meine Seele jetzt dreimal. Wow, hey! Johnny Gold, danke schön. Wow. Boah, geh mal, ja. Leute, es ist Woche und er schläft. Hansa, eine Bombe und er schläft. Eine Bombe und er schläft. Eine Bombe, Fabian, ich hole das, danke. Eine Bombe und er schläft, Leute. Hansa, eine Ali. Bombe. 10 Sekunden noch. Hansa, das Ali. Ist mal drei einfach, deswegen ist es so viel. Und, Johnny Gold stand da, danke schön. 4 Sekunden, oh mein Gott, 4 Sekunden, mal drei, mal drei, mal drei, mal drei, mal drei. Ja, das war einfach mal drei. Dankeschön, Johnny Goldstandards. Das check mal ab mit Johnny Goldstandards. Beim Bibelöwen wären 10,5K. Johnny Goldstandard, checken, wer das ist. Prüfe genau, wer das ist. Mach diesen ganzen KGB-Kontrolle von dir. Diese chinesische Kontrolle. Stitch ist unsere Chinesin, unsere Kampfchinesin. Ja, sie kann Kung Fu. Und sie prüft ganz genau. Also, Johnny Goldstandard, wenn du Lust hast, ein Top-Supporter bald zu werden, noch nicht. Ich lass noch ein bisschen. Wenn du es bist, musst du bereit sein auf ein Interview mit Stitch. Ja? Sie prüft dich auf Nieren- und Alkoholikerleber. Ja? So, also 2 Minuten noch. Oh, achso, geht noch weiter. Dass sie wieder so gut sind. Wow. Ja, Sarah ist ein bisschen traurig, ja. Aber das bauen wir alles. Ein bisschen gewohnt zu verlieren, alles gut. Nein, Mann, das bauen wir alles auf, Stück für Stück. Ne? Was isst du da gerade? Kaugummi. Welches? Ah, die sind lecker. Die sind lecker. Ja. Okay, das ist also, ja. Also 1 Minute und 40 Sekunden. 1 Minute und 40 Sekunden. Leute, 4 Minuten! Tobi, verpiss dich! Ronny! Hi, MBK! Ronny, danke schön! Tobi, verpiss dich! Masko! Also, alle meine Supporter gehen rüber. Wookie, schön, dass du da bist. Wookie, wer ist Wookie? So, 58 Sekunden, nicht schlafen! Mir geht's scheiße, ich hab jetzt 3 und 4 mal verloren hier! Hintereinander! Uhu, ja. So, schmeißen wir unser Erbrochenes rüber in unsere Community. Ja, ich bin stolz auf euch, meine Krieger. Ja, ich bin stolz auf euch. Masko, was los, Mann? Ich bin stolz auf euch. Ich bin nicht stolz. Mimi. Ein rosa... Du bist Mimi. Ein rosa Keks ist nur am Meckern jetzt, ja? So, wir haben einmal Mundgeruch drin. So. Also, wenn deine Community cool wäre, würde sie jetzt reinballern. Ja, dann geht doch, ne? Oh, Mann, Digga. Verpiss dich doch. Oh, ey, hör auf. Dann verpiss dich doch. Hä? Wow, Ali, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, du hast nichts gesagt. Wow. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Wow. Tippi. Wow. Hamza, wow. Ali. Johnny Goldstandard, Ali, Violetta, vielen, vielen Dank, danke schön. Danke schön. Hallo, mein Lieber. Sarah. Ja. Vielen, vielen Dank. Ey, 4 Wins, Alter. 4 Wins? Ja, aber du sahst gut dabei aus. Also. Nee. Doch. Nee. Warte, du musst in diesen Muffin reinzubeißen. Ja. So, also. Dann
dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Puh. Irgendwie komme ich immer auf Tuffis. Heftig. Ja, also das war gerade ein Kopfhörerstreamer. Ein Kopfhörerstreamer ist jemand, der den seine Ohren schon verwachsen sind mit den Kopfhörern und die einen Gamerstuhl haben, ja? Das sind Kopfhörerstreamer, ganz gefährliche Menschen. Das sind Wesen, die nie Tageslicht gesehen haben. Ja. Kopfhörerstreamer. Ja, puh. Hier, Masko schreibt auch, wenn du Gott liebst, geh off, ja? Also, wir haben wirklich zerstört. Ich habe Lust auf andere Gegner, ja? Dillo wäre geil. Ich weiß, viele von euch mögen Dillo nicht. Auch nicht meine Geschäftsführung, ja, da ist nicht so viel Liebe, aber gerade das ist doch geil. Also, und alle bitte ein Teamherzchen, so einen Hirntumor einlösen, kostet 1 Cent, alle bei 10.000 kriegen wir eine Ohrfeige, ja. Lass die 100.000 voll machen, 100.000, schaffen wir 100.000 Likes voll zu machen. Oh mein Gott, ihr seid so eine tolle Community. Sie hat keinen Top-Supporter mehr, wer denn? Also ich finde, Sarah macht gerade zur Zeit viel durch. Ich kenne sie ja privat. Und das ist nicht witzig. Wir verpacken das hier humorvoll, aber sie macht viel durch. Ja? Und sie ist wirklich allein im Leben. Ja? Hallo Shelly. Ja? Und alle, die mir Hallo sagen wollen, ihr könnt mir auf Instagram Hallo sagen. Ja? Dillo hat auch einen Top-Supporter verloren. Ja, ja, hat sie dem Nerd nicht gegeben. Deine Schilddrüse ist angeschwollen. Warum? Deine oder meine? Dieser Black Diamond heißt der. Ach so, bei ihr müsst in einem Satz schreiben. Yuki, ja, wieso nicht? Ja. Yuki, du bist sowieso fake. Da müssen wir zusammenhalten. Wir müssen zusammen Goldstandard. Ich würde gerne wissen, was für eine Stimme du hast, wer du bist, ja? Sarah sieht für das Big Man schwarz. Ja. Okay. Weiß nicht. Ich sehe blau, ja. Du, Yuki. Jo, ich schau gleich, Stitch, warte, bevor der Karatemeister kommt. Johnny! Hey, grüß dich. Was geht, mein Lieber? Was ja, bist alle. Du für ein Mensch? Was bist du für ein Wesen? Bist du ein Mensch? Ja, ich denk schon. Du auch? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja. Was bist du für ein Typ? Erzähl mal, was machst du beruflich? Du, ich bin, wie soll ich sagen, in der Branche, die Wachstum bringt, ja, Blockchain und sowas. Oh, okay. Wie bist du auf uns gekommen? Also, wie bist du auf mich gekommen? Wie hast du mich... Weil du bist ja ein intelligenter Mann. Scheint so, ne? Ja, was hat so ein Mann wie du auf TikTok verloren? Ja, du, ich bin seit vielleicht 10 Tagen auf TikTok ungefähr. Ja? Ah, okay. Ja. Ich dachte, das ist interessant und ich habe eine Empfehlung bekommen, um das mal anzuschauen. Und jetzt habe ich, 1.000 Follower ungefähr schon. Wow. Aber ich habe gar nicht angefangen eigentlich, weil... Ich bin überlegen, ob ich das fürs Business nutzen mag oder eben auch nicht. Und auf der anderen Seite finde ich deine Art sowas von obermega. Dankeschön. Vielen Dank. Erstens lache ich mich völlig kaputt manchmal und zweitens diese Tipps von Gesundheitssachen und so weiter. Ja, ja. Echt geil. Super. Dankeschön, mein Lieber. Ich habe du musst dir vorstellen, meine Top-Supporter sind berühmter als ich. Ja. Also ganz Deutschland, Schweiz, Österreich redet zum Beispiel über Stitch, über Schnake und so weiter und so fort. Und die Leute schreiben nicht mich an, sondern ich schreibe erstmal die an, ja, weil ich würde mir, Jennylicious, vielen, vielen Dank. Ich hätte auch Berührungsängste, so ein Coach Frankie, so ein Aborigine anzuschreiben. Ich würde auch lieber erstmal die Top-Supporter anschreiben. Und wir unterstützen dich so gut, wie es geht. Du unterstützt uns, wir dich. Und du bist für uns da. Nein, das ist so, Stitch, du hast gar keine Ahnung, ja. Ja, falls du unternehmerisch was machen willst, man braucht eigentlich nur den Namen hier rufen ab und zu mal, ne? Und dann reicht das schon aus, ja, so ist das immer. Und es ist ja so, Durchgangsgäste hast du ja hier, ne? Ich krieg am Ende des Streams, krieg immer Bescheid, waren 25.000 Leute da, verstehst du? Ja, es kommt ja immer, es wird wie so eine Trommel, ne? Und willst du, also ich weiß nicht, die Geschäftsführung ist schon so ein Mythos geworden, ja. Und jeder bei uns, bei unseren Top-Supportern hat eine Aufgabe. Der eine ist Geschäftsführer. Ich habe für jeden von denen einen Aufgabenbereich. Ich mag dich überhaupt nicht, du Angeber. Raiput Cash, Dankeschön. Ja, mach du das erstmal ein Profilbild rein. Und bitte nicht rausschmeißen, jeden, der irgendwas sagt. Ja. Schon, oh Mann, schon ist er gestummt. Bitte, entstummt den mal wieder. Ja. Das muss mir doch nicht jeder mögen. Also Johnny Goldstandard, vielen, vielen Dank, dass du hier oben warst. Und wenn du so weitermachst, dann wird dich Stitch anschreiben und wir brauchen gesunde
denkfähige Menschen, die lernfähig sind, ja? Das ist, die Sache ist immer so, ja. Wenn es am Ende des Tages eine Win-Win-Situation ist, ist das perfekt. Ja, richtig, richtig. Und für manche Supporter ist das so, die fühlen sich einfach in der Familie wohl. So, da haben wir immer jemanden zum Reden. Für den anderen ist das marketingtechnisch intelligent. Auch zu wissen, was hinter den Kulissen passiert bei uns in unserem WhatsApp, in unserem WhatsApp-Club. Ne, man erfährt da alles, die ganzen Geheimnisse. Und wie viele Eindringlinge haben schon versucht, bei uns im Club dabei zu sein, ja? Wie viele, ja? Es ist unglaublich, ja? Das ist einfach so eine kleine Gang schon geworden und wir unterstützen uns gegenseitig, ja? Ich glaube, das ist immer eine Bewerbung für sich selber. So wie man ist, so wird man dann auch wahrgenommen. Und wenn man so ist, dass das System passt, ja, dann wird man vielleicht auch in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen oder man findet irgendwie, was Business betrifft oder was Gesundheit betrifft. Oder genau, genau. Oder sagen wir mal so, du willst damit sagen, Gleiches trifft Gleiches. Nein, nicht unbedingt. Also ja, auf der einen Seite ja, auf der ja, anderen Seite ist es immer so, ist es ja niemand gleich zum anderen gleich, sondern richtig, der eine ist in dem Bereich weiter, der andere ist in dem Bereich weiter, richtig, und wenn man richtig, sich ergänzen kann, ist das super. Genau, genau. Also Vielfalt ist auch toll und wenn ein bisschen Farbe drin ist, ne? Also wenn nicht jeder gleich ist, ist auch scheiße. Bei uns sind die wirklich verschieden. Also ich glaube, das macht so geheimnisvoll. Hast du Kinder? Nö. Also zumindest nicht von denen, dass ich welche wüsste. Also. Ah, okay, okay, das ist ganz gefährlich, mein Lieber. Ja, kann sein. Ja, irgendwann klopfen sie an der Tür. Ja, ich habe eine schöne Tür, kann man klopfen, alles gut. Ja, sehr schön, aber dann musst du so einen Hartz-IV-Bescheid bereitlegen. Ah, im klar, Flur, im Flur, im Flur. Nee, nee, im Flur. Lässt du bereit liegen und sagst du, es gibt kein Geld. Ja. Das ist immer geil. Also nicht sagen, dass du selbstständig bist. Johnny, vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen Besuch. Ja. Und wenn du mal Fragen hast oder so, ja, ich küre dich bald zum Moderator. Ich küre dich bald zum Moderator. Bist du das nicht schon? Ist er das? Ich habe keine Ahnung, ob ich es bin, aber auf jeden Fall vielen Dank für die Ehre. Bitteschön. Nee, nee, da bist du einfach Officer hier. Da kannst du ein paar Leute reinschmeißen, rausschmeißen. Das kostet immer so viel Zeit alles. Ne? Ich bin, du hast ein Abzeichen. Das hast du hinten am Namen und dann weiß jeder, dass du Ranger bist und dann sind die ein bisschen netter. Ja? Und das hilft mir auch, wenn du da bist, ja. Hannover, sowas schreibt man nett. Kein Problem. Johnny, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und ich mag auch deinen militärischen Unterton. Das ist mir ein bisschen, ja, du bist konsequent, ja. Patti, vielen, weißt vielen du, Dank. Weißt du, das ist also mein ganzes Leben. Aber jetzt, je älter ich werde, desto mehr ist das Prio. Ja. Ich mag guten Leuten helfen. Dankeschön. Ich mag meinen Support geben an Leute, wo ich glaube, dass die richtig gute Typen sind und geile Einstellungen haben. Und natürlich auch immer. Jetzt in diesem Bereich mal bei dir. Ja. Guck mal, ich habe so viele Sachen jetzt schon gehört, gesehen. was das Thema Gesundheit betrifft, was mich persönlich betrifft. Ja. Aber auf der anderen Seite bist du ein Typ, ich finde dich einfach geil. Es ist einfach so. Vielen Dank. Ohne rumzulabern und ohne was weiß ich. Nee, alles gut. Du weißt ja, in Deutschland darfst du keine Komplimente geben, sonst heißt es sofort, man ist ein Schleimer, ist bei mir genauso. Ich verteile überall Komplimente, auch im Alltag. Wir gucken alle komisch. In Deutschland musst du immer. Das sage ich als halb Amerikaner, halb Afghaner. Sascha, vielen, vielen Dank. Dankeschön. In Deutschland musst du immer kritisieren. Dann Weißt du? Ich persönlich sehe das nicht so. Ich auch nicht, aber das ist nun mal. Also, sagen wir mal so, es ist gesellschaftskonform. Ja, ja, aber was ist gesellschaftskonform? Kannst du alles in die Tonne treten hier in Deutschland? Geschäftlich ja, marketingmäßig ja. Also ich sag immer so, Deutschland ist wirklich ein wunderschönes Land, wenn du es einmal geschafft hast. Definitiv. Ja, wunderschön. Dir wird auch Sicherheit, auch menschenrechtlich und so wunderschön. Aber ich ich habe eine Kartoffel in meinem Herzen, kann ich nur sagen, Deutschland tötet Talente. Also mit dieser Bürokratie, also Talente werden nicht gefördert. Das macht mich so traurig. Ich habe immer so das Gefühl, wir ersticken an Faulheit und Luxus. Und ich glaube, die Talente würden, das hört sich böse an und das könnte von einer Partei kommen, die wir nicht mögen, aber wenn man hier Hartz IV abschaffen würde für nur 5 Jahre, nur für 5 Jahre, es würden so viele eigenständig werden, es würden so viele plötzlich aus dem plopp, 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 wie kleine Pilze, würden sich alle eigenständig machen, ja, und es würde richtig abgehen, ja, und also ich vermisse das. Ich bin, ja, ab und zu mal hier so in Frankfurt, ich komme aus Frankfurt. Ja, und ich bin in einem guten Fitnessstudio, aber auch Spa. Und ich bin manchmal auf der Dachterrasse im Sommer und dann lerne ich und
treffe ich Leute, die Unternehmer sind. Ist ja so, weil es ein tolles Studio ist. Ja. Ich habe einen, der hat, glaube ich, 20 Filialen unter sich. Und dann sage ich, ja, du, unser Konzept, also meine Company, also nicht persönliche, sondern da, wo ich da arbeite, wie wäre das für dich? Und dann sagt er, du, das hört sich gut an, aber das, was ich brauche Fachpersonal. Weil in Deutschland ist es so, jemand, der sind jetzt nicht Arbeitsstellen stellt, bekommt fast mehr als jemand, der bei mir arbeitet und 40 Stunden die Woche. Ich verstehe das, richtig. Und das ist einfach Kacke, ja, das kannst du vergessen. Und deine 5 Jahre sind vielleicht sogar viel zu lang. Die Leute sind sowieso alle, glaube ich, gerade an der Maximalgrenze, was sie noch verkraften können. Es wird auch eher schlechter als besser die nächste Zeit noch. Ja. Es kommt und du darfst nicht vergessen, wirtschaftlich ist Amerika noch nie so tief am Abgrund gewesen wie jetzt. Ja. Also auch Joe Biden hat das auch ein bisschen unterstützt. Auch hier Pipelines kappen, auch da und hier ganz viele Geschäftspartner sind abgesprungen. Also es wird noch eine sehr, sehr harte Zeit auf uns zukommen. Alle ein Herzchen rein, die meinen, dass USA wirklich jetzt abkackt, auch an der Börse überall, auch die ganzen amerikanischen Unternehmen. Sehr, sehr gruselig. Und ich vermisse die Zeiten, wo, USA floriert? Was erzählst du da? Ich vermisse Zeiten, wo Deutschland und Russland wieder zusammen Geschäfte machen. Ja, guter Ansatz. Ich denke mal... Das waren noch richtig schöne Zeiten, ja. Ja, und das, was wir alles so gerade erleben hier ringsrum, überall, wird dazu führen, dass es irgendwann nicht mehr schlechter geht und dann wird es auch wieder besser. Weil es ziemlich schlecht war. Ja, irgendwann, das ist ja immer so gewesen, man sagt den alltäglichen Spruch, nach Gewitter kommt Sonnenschein oder nach Regen kommt Sonnenschein. Richtig. Wir werden alle, wahrscheinlich die meisten in der Bevölkerung, noch weiter leiden müssen und vielleicht auch noch mehr als jetzt. Ja. Aber es wird der Punkt geben, wo es wieder auch Wirtschaftswachstum überall geben wird. Ja, richtig. Also sagen wir mal so, es wird wieder eine Zeit kommen, wo das Leibbrot wieder 4, 5, 6 Euro teurer wird und dann wird es wieder billiger. Ja. Mehr ist das nicht. Es eskaliert bald mit Russland. Nein, Quatsch. Deutschland und Russland werden immer wirtschaftliche Vorteile bedenken und wertschätzen, immer. Und Deutschland fügt sich halt offiziell in der Presse ein paar anderen Mächten, aber ich glaube, das ist alles nur Show. Sowieso, das ist für mich alles Marionettenshow da. Am Ende, hinter den Kulissen, denke ich mal, werden die Geschäfte oder die Würfel ganz anders gewürfelt oder geschmissen. Und deswegen einfach abwarten. Ja? Da sitzen auch Wissenschaftler hinter und studierte Menschen, die das Jahrzehnte vorher planen. Und dann haben wir noch die Unternehmer. Dann haben wir den Markt, ja, die stecken alle mit drin. Warten wir einfach ab, was passiert, so wie Johnny sagt. Mal gucken. Ich würde gerne noch zum Schluss vielleicht, wenn ich noch da bin, sagen, ich glaube, also ich habe das mal gelernt in meinen vielen beruflichen Jahren, dass man es vielleicht auch vermeiden sollte, zu manchen Zeiten über Politik zu reden, weil richtig. Man kann es sowieso nicht beeinflussen direkt, also nicht direkt, aber aus dem Grund, weil... Ich bin ja jetzt bei dir jetzt gerade hier oben. Ja. Und die meisten Leute dürfen auch so eine Fitnessfrage stellen. Ich stelle auch mal eine, wenn ich darf. Gerne, los, gerne. Danke. Das Thema Mindset. Und zwar. Das ist interessant, das werde ich nie gefragt. Das Thema Mindset und zwar in dem Bereich von Disziplin. Ja. Also ich bin jetzt 58 Jahre alt noch und ich habe in meinem Leben immer abgenommen und zugenommen und abgenommen und zugenommen. Ich war manchmal super motiviert und war. Wahrscheinlich in jedem Fitnessstudio, wo ich war, der am meisten da war. Und dann kam irgendeine Situation in meinem Leben, ob die positiv oder negativ war. Und ich bin in alte, blöde Muster zurückgefallen. Ja. Und so ist das auch immer gewesen. Aber ich würde gerne die Disziplin, das Mindset bekommen, in jeder Situation Disziplin zu haben und eben auch, wenn ich ein Ziel habe, abzunehmen, das Ziel zu erreichen. Wow, okay, dann buch ein Coaching von mir einen Monat lang Spaß. Du kannst ein Coaching mit mir buchen, ich würde dir jeden Tag in den Hintern treten und mit dir reden. Kannst du deine Frage komprimieren? Ich habe das Ziel abzunehmen. Das ist so, momentan.
Und ich weiß auch, was ich essen darf und wie viel Kalorien ich essen darf und auch wie viel Gramm Eiweiß ich am Tag essen sollte und so weiter. Das weiß ich alles. Ja. Und ich habe einen guten Vorsatz und ich gehe in den Supermarkt und dann wirft sich dieser Vorsatz über den Haufen. Das heißt, ich kaufe das Gemüse ein, ich kaufe das Fleisch ein, ich kaufe die Eier ein und dann kommt ich an einer Abteilung vorbei, wo ich was nicht einkaufen sollte. Aha. Und ich habe einen anderen Gedanken im Kopf und denke, ja, okay, aber... Okay, also heute Abend, okay. So, und das ist das, was ich bei mir persönlich feststelle, dass mein Mindset da nicht gefestigt ist. Okay, okay. Aber würdest du nicht sagen, dass das rein menschlich ist und dass es ganz normal ist? Doch. Ja, das ist ja was ganz Normales und ich glaube, stell dir mal vor, das hättest du nicht. Also diesen Selbstbelohnungseffekt, so nenne ich das, ganz freundlich ausgedrückt. Man muss sich ja auch selber belohnen, sonst wird man ja wahnsinnig. Und ich glaube, das versuchst du im Zaum zu halten, ja? Das, also wenn du jeden Tag 700 Kalorien, Schoko, Doppelkeks ist geil, ja. Doppelkeks ist geil, Kinder Bueno ist noch geiler, und Kinder Country ist auch geil. Also, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Eine sehr schwierige Frage. Wenn du jeden Tag 700 Kalorien verbrennst, wenn du tatsächlich jeden Tag zum Sport gehst, dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dann musst du etwas genießen, mein Krieger. Aber wenn du nicht zum Sport gehst, dann, ja, dann solltest du Muffensausen haben. Deswegen, die Leute glauben mir das nicht, ja, Nash 65 bitte raus, doch alles gut. Deswegen ist es bei mir so, das weiß niemand. Die Leute sagen immer zu mir, wenn sie mich erkennen, dann umarmen sie mich, dann wollen sie Bilder machen und so. Und dann sagen sie immer so, ja, der beste Christine, musst du ja sein, natürlich, ja. Ich verkaufe ja mich, ich verkaufe ja mein Produkt, ja. Sie schreibt, du bist ein Schauspieler. Ja, was bist du denn sonst vor der Kamera? Ja, du bist das ganze Leben lang ein Schauspieler. Ja, es kommt nur darauf an, wo du es am besten zum Einsatz bringst. Ja, und jeder an ein Herzchen rein, der sich mal beworben hat beim Chef, muss Schauspieler und sich von der besten Seite zeigen. Ja, man kann nicht die Füße ausstrecken und auf den Tisch schmeißen. Ja, das geht nicht. Also Johnny, also gehst du jeden Tag zum Sport oder nur wie alle anderen dreimal die Woche? Das ist phasenweise so und teilweise ist es eben auch so wie alle anderen. Von meinem Job her, also ich arbeite international über das Internet weltweit und das heißt, ich könnte es mir so einteilen, dass ich es jeden Tag mache. Und dann, aber ich bin immer in den Phasen, wo ich so, sagen wir mal, mindsetmäßig und motiviertmäßig bin, jeden Tag. Aber manchmal ist es eben auch so, dass diese Phasen durch freudige oder traurige Erlebnisse in meinem Leben sich ändern in, ich falle in doofe Verhaltensmuster. Oder In Trägheit. In Trägheit, in Luxus, in vielleicht auch in... Also, was ich dir nur mitgeben kann, ist, ich sag immer so zu meinen Kriegern, es gibt keine Motivation. Das weißt du, ne? Es gibt keine Motivation, weil Motivation ist mal up, ist mal down, ist mal oben, mal unten, ne? Und ich sag immer zu meinen Leuten, das hat jetzt wenig mit dir zu tun, alle ein Herzchen rein, die meine Geschichte kennen. Ist mir selber im Leben passiert. Das kennen sie leider nicht, aber ich bin nicht lang genug bei dir. Nee, nicht schlimm, nicht schlimm. Du kommst nach Hause und es ging nur um Verrat, also mich ins Gefängnis zu bringen, dass ich was mache. Ich komme nach Hause, ich wollte zum Sport gehen, habe vorher Bescheid gesagt und ich habe meinen besten Freund, ja, lebenslang Partner an meiner Seite, zusammen mit meiner Freundin im Bett gesehen. Und ich sehe, dass rechts neben denen die Sporttasche liegt. Und das war meine wildeste Zeit, also es war die verrückteste Zeit meines Lebens, ich sehe den Hund. Ich gehe also zur Sporttasche, beide gehen nach hinten und schreien um ihr Leben, weil sie dachten, ich mache jetzt Schluss. Und ich habe einfach die Sporttasche gegriffen, bin rausgegangen, habe die Tür zugemacht, habe gesagt, ich wünsche euch alles Liebe, ich bin glücklich, dass ihr euch gefunden habt, nur wegen mir. Habe die Tür zugemacht und bin zum Sport gegangen. Damit will ich sagen, egal was passiert im Leben, alle ein Herzchen rein, Disziplin ist einfach die Treppe, ist die Stufe zum Erfolg. Es ist nicht Motivation. Die Leute verkaufen das Wort Motivation, weil sich das so gut anhört, aber das ist ausgelutscht. Ja, das ist ausgelutscht.
Motivation, wenn ich das schon höre, kriege ich das Kotzen. Das heißt, du brauchst immer Motivation. Jeden Tag diese Kackmusik, jedes Mal irgendein verdammter Trainer, der in Milliarden schwimmt, mit Porsche durch die Gegend fährt und ein paar blöde Scheißzitate raushaut. Und es gibt Leute, es bringt nichts, die aufzubauen. Es bringt nichts. Sie haben einfach noch nie gekämpft, Johnny. Sie haben noch nie gekämpft, sie haben noch nie gehungert, sie waren noch nie pleite. Und da hast du Ausnahmefälle. Und die meisten sind heute Ausnahmefälle, weil wir im Luxus ersticken. Ja. Jemand, der keinen Hunger gesehen hat, jemand, der nicht durch Dreck im Leben gegangen ist, durch Einsamkeit, der wird niemals diese Disziplin haben und sagen, so jeden Tag muss ich 60 Minuten für Körper, Geist und Seele was tun. Ansonsten bin ich nicht Herr meines Lebens. Also wozu bin ich Chef? Wo bin ich denn Chef von meinem Leben, wenn ich nicht eine Stunde durchziehen kann? Natürlich kann ein Johnny auch sagen, weißt du was, ich trainiere heute eine halbe Stunde, halt Small Coach Frankie, die andere halbe Stunde gehe ich halt in die Sauna oder Solarium oder Schlechter, das habe ich, glaube ich, gestern von dir gehört. Nochmal bitte? Dusche, ne? Sauna, Solarium ist nicht so gut. Genau. Ja, ich versuche, vielleicht bist du wohlhabend, ich versuche, in deiner Welt zu sprechen. Okay, ich auch nicht. Also, kalt abduschen. Komm gut über die Runden und es ist alles okay, ja. Aber wohlhabend, das ist was anderes. Okay, ich habe auch noch nie einen Deutschen gehört, der zugeben hat, der wohlhabend ist. Also, wir leben in so einem bescheidenen Land. Ein Kollege von mir kommt mit einem McLaren, holt mich ab und sagt, ich sag so, Bro, du bist reich. Sagt er so, ach, lange noch nicht. Dann sage ich so, Mann. In Amerika, so, die schreien raus, I'm rich, bitch! Und ja. Hier ist immer ganz ruhig. Ja. Hier musst du erstmal, das finde ich geil in Deutschland, diese Bescheidenheit. Ja. Am Zebrastreifen haut die Oma mit einem Gehstock gegen den Ferrari und sagt so, ja, schöner Mann, geh mal noch einen Schritt zurück. Ne? Und das finde ich geil, das ist gut, Mann. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, jeden Tag 60 Minuten, erstmal das aufbauen, das schaffen, kalt abduschen ist das Geilste, was es gibt. Ja. Und das ist das Heftigste, was es gibt. Das ist für mich, das hat mein Leben geändert. Ich habe auch diese Herzrhythmusstörung nicht mehr. Einfach so, also ich habe angefangen, immer die Temperatur ein bisschen runter zu machen, habe auf die Uhr geguckt, eine Minute. Und irgendwann habe ich gemerkt, kennst du das, wenn das so kalt ist, dass du so atmest? Irgendwann wird das so kalt, dann bin ich wieder mit der Temperatur ein bisschen wärmer, ja? Also, ich kenne das, wenn das so kalt wird, ja? Ja. Also was ich dann komme zurück zum Kern. Jemand, der nicht durch die Hölle gegangen ist, der wird niemals sich eine Disziplinmauer aufbauen um sein Herz herum, was sein Herz immer am Pumpen lässt und immer pumpen lässt. Diese Menschen werden das niemals erfahren. Sie werden vielleicht Fitness als Hobby sehen, okay, aber sie werden niemals diese Disziplin haben und sagen, so, jeden Tag, egal was passiert, jeden Tag. Und oder kontinuierlich durchziehen. Und an ein Herzchen rein, immer Menschen, die in Trennung sind, in Trauer sind oder pleite sind oder irgendwas Schlimmes passiert sind, die achten perfekt auf ihre Ernährung, gerade wenn sie alleine leben, die achten perfekt, die können jeden Tag zum Sport gehen, aber sobald, ja, das ist so das Schlimme in der westlichen Welt, in einem Luxusleben, sobald es uns gut geht, Disziplin geht runter. Definitiv. Ja, das ist gruselig. Es zeigt mir wieder, dass wir Menschen Sklaven sind und wir haben früher immer ein paar größere Wesen gehabt, die uns immer ausgepeitscht haben zum Arbeiten. Ja? Daran merkst du das. Also wir können mit Luxus nicht umgehen. Ja? Das ist traurig. Ja. Erfurt, schön, dass du da bist. Yes. Also ich habe aus den letzten Tagen, wo ich bei dir online war, ja. Habe ich mitgenommen, ich war zum ersten Mal jetzt bei einem türkischen Lebensmittelhändler. Jetzt bin ich schon 3-4 Mal. Ja, geil. Ja. Hab mir gestern 8 Granatäpfel gekauft. Und hast du auch darauf geachtet, wie die sind? Ja, du hast es ja erklärt. Ja, ja. Immer gucken, es ist kein Schimmel oben in der Krone. Und genau, und das darf keine weichen Stellen haben und es muss groß sein, immer groß, ja. die größten, ja. Und gestern war ich da und ich wusste es nicht, weil du hattest es nicht erwähnt. Ich wusste nicht, wann ist Granatapfelzeit. Dann habe ich die Verkäuferin gefragt, die hat mich nicht verstanden, hat ihn anderen geholt. So, und dann sind wir durch den Markt durchgegangen. Dann habe ich nach Didi Eistee gesucht, den hatten sie leider nicht. Ja, aber das Ding ist einfach, durch diese Tipps, die du ja streust in deinen Lives, wenn jemand zuhört und sich das annimmt, dann bringt das was. Ich hab grünen Tee, den hatte ich aber. Ja, der ist schon abgelaufen. Den habe ich irgendwann mal bei einem anderen Coach auch vernommen. Geil, ich kann wohl kein Deal machen. Ja, oder was? Geil. Ja. Also ich danke dir. Vielen Dank, Johnny. Dankeschön. Yes. Tipps und so. Ja. Jeden Tag gibt's. Und ich schätze, dass du da bist. Ja? Hi, und es ehrt mich, dass wir jetzt gerade miteinander so lange sprechen konnten. Yes. Dankeschön. Mich auch, mein Lieber. Mich auch. Das wäre gut. Wir sind ja vielleicht bald wir sind eine
kleine ja, Armee. Und du bist herzlich willkommen und deswegen keine langen Abschiede. Das bleibt bei Ihnen, ja, wir sind nicht los. Okay? Okay, ja. Alles klar, Johnny. Geh öfters zum Türken. Geh öfters zum Türken, hol dir noch ein paar Gewürze. Ich muss gleich auch lange gehen. Also ich gehört habe es schon mal, aber was das genau ist, weiß ich jetzt nicht. S-U-M-A-K, Sumak. Okay. Das ist Essigbaumfrucht. Eine sehr, sehr, sehr stimulierende Frucht. Essigbaumfrucht heißt auf Deutsch. Ist sauer. Sumak heißt das. Sumak. Ich liebe das. Bei uns in unserer Kultur ist das normal. Sehr, sehr gesund. Musst du eingeben, Sumak, Wirkung, Gesundheit. Und einfach mal studieren. Holst du dir, kostet nichts. Essigbaumfrucht, Sumak. Und zum Beispiel bei uns, bei Grillfleisch. Deswegen lieben die Deutschen unser Grillfleisch. Oder wenn wir Marinaden machen, sagen wir mal, wow, ist ein Teil davon. Kurkuma, kauf dir Curry, kauf dir Sumak. Geil im Salat. Du wirst dich verlieben. Du wirst alles im Sumak tunken. Also es ist, hat sowas Saures, ganz bisschen was, so einen bitteren Essiggeschmack. Und ich kann es nicht beschreiben. Das musst du mal probieren. Und zum Grillen ein Traum. Sag das deinem Freund nicht, wenn du mal grillst. Einfach mal mit damit marinieren das Fleisch oder drüber tun. Ein Traum. Wirklich. Also, du wirst es vielleicht nicht ahnen und auch nicht wissen, aber ich bin so ein Viertel arabischer Seite. Geil. Marokko? Mein Dad ist jetzt 94 fast. Ich habe ihn gerade im Altersheim besucht und der ist in Ankara geboren seinerzeit. Wow. Und ich bin in Frankfurt geboren, hier im Rhein-Main-Gebiet. Und aber so ein bisschen dieses Blut fließt in meinen Adern. Und das ist so, dass ich war gestern zum dritten Mal in diesem türkischen Lebensmittelmarkt und habe mit der Verkäuferin gesprochen. Und ich dachte, das ist so spannend hier. Ja, Mann, für mich auch. Ich finde das super. Und hast du mal das Fleisch an der Theke geholt? Also ich habe mir gestern mariniertes Hähnchenfleisch geholt. Ich habe hier eine Heißluftfritteuse gemacht. Ich fand das ein bisschen zu viel Knoblauch dran. Aber Heißluftfritteuse? Achso, hast du gemacht? Also ich habe es roh gekauft. Ja, genau. Und hier in die Heißluftfritteuse rein. Also nur die okay, ich mache das im Backofen. Und jeder mariniert anders. Dann machst du es das nächste Mal. Sumak, ein bisschen Essig, Honig. Yes. Und dann nimmst du Salz, Pfeffer, Kurkuma, Curry. Schreib dir auf Sumak und schreib dir bitte auf Garam Masala. G-A-R-A-M. Garam Masala. Masala ist einfach nur Gewürz. Ein Wort? Garam Masala ein Wort? Garam Masala, nee, getrennt. Garam Masala, das ist bei uns mit Sumak zusammen, das ist bei uns der Kaiser aller Gewürzmischung. Das ist eine Gewürzmischung, da ist alles drin. Wenn du damit brätst, damit Nudeln machst, auch wenn du Besuch hast, die ganze Küche, ganze Wohnung riecht einfach wie tausend eine Nacht. Garam Masala, du gibst auch ein, Garam Masala Inhalt. Und dann prüfst du einfach im Internet, was alles so drin ist, kannst du auch selber mischen. Aber kriegst du beim Inder, beim Türken, beim Pakistaner. Einfach und geh das nächste Mal zum Inder rein. Gib einen indischer Shop, indischer Laden, das ist noch kranker. Da denkst du, du bist irgendwo, das ist noch heftiger. Da fährst du die Sachen an, denkst du, was ist das denn? Auf welchem Planeten leben wir hier? Was ist das für ein Zeug? Ja? Und es schmeckt alles köstlich. Ja? So, Johnny, vielen, vielen Dank. Abtreten, mein Lieber. Dann bis später oder bis morgen. Ja, so, genau, dir auch. Ja, danke für deinen Support. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Ciao. So, was ist denn, Tuffy? Jakob, Nierenversagen. Hallo, Smart? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Du brauchst gar nicht so nett grüßen, mein Lieber, du bist erst 16. Mann, Coach Winky, ja, warum machst du mit mir so? Ich wollte nur nett sein, ich wollte nur mein Wissen erweitern. Du hast mich so schlecht dastehen lassen gestern, ich habe schlecht geschlafen. Hättest du nur noch, also pass auf, schlecht geschlafen, Mann, was ist los mit dir? Nein, Coach Winky, eine Frage. Ja. Wieso sind deine Modis im Chat so böse zu mir? Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Ich bin kein Richter, mein Lieber, ich weiß nicht, was du machst. Ja, aber du hast doch die Macht über den, so weißt du? Nein, ich habe keinen, die haben die Macht über mich. Ja. So, warum stumm die mich ohne sind, aber egal. Okay, was meinst du? Vielleicht schreibt einer rein, was du getan hast. Nein, das Ding ist, ich habe nichts getan. Der eine tut auf Rambo, er sagt mir endlich rein und so. Ich weiß nicht, was das für Modis sind, aber naja. Also, Tupi 80 sagt, es hat seine Gründe. Es hat seine Gründe, es hat gar keine Gründe. Ich habe nur gefragt. Und, er schreibt, Coach hört auf uns. Stitch schreibt aber böse, hör nicht auf den. Ganz bestimmt, Digga. Okay, alles gut. Smart, wenn ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ich hauptsache, ich höre dir zu, das reicht mir. Nein, sei nicht beleidigt. Die machen. Ich sehe ja nicht deren Gesichter. Vielleicht lacht sich der eine tot. Tupi hat einen besonders schwarzen Humor. Und Stitch sowieso. Ja, da haben wir denselben Humor. Und Kai
keiner sagt hier was, keiner sagt hier genau Grund, alle sagen nur, es hat seine Gründe. Das ist sehr, sehr hart, das ist sehr böse. Das ist genauso, als wenn ein Lehrer dich rausschmeißt und Mutter kommt vorbei und sagt, was hat mein Sohn gemacht, es hat seine Gründe. Es hat seine Gründe. Ja, ich hab's verstanden, es hat seine Gründe. Es hat nicht seine Gründe, warum lügt er? Du darfst nicht in einer Gruppe zu mutig sein, warum lügen die? Also das ist so, als wenn du dir selber Fäuste gibst in einem Boxclub. Das ist nicht gut. Mach sie dir lieber zu Freunden, ja? Egal, wenn sie mich stumm, dann stumm sie mich halt. Nein, schreib Tuppi, hey, du bist voll der coole Typ, du siehst voll gut aus. Einfach so mal schreiben, ja? Auf Krampf jemandem Komplimente geben? Wieso nicht? Was machst du denn bei deinem Chef den ganzen Tag? Nee, ich habe hier keinen Chef, also noch nicht. Ja, bald. Dann wirst du sehen, wie das ist. Dann gehst du jeden Tag rein und putzt die Schuhe, mein Lieber. Also, ja, passiert, keiner von uns lügt, sagt Schnake, ja? Und das ist... das ist kommen die alle? Was? Woher kommen die alle auf einmal aus dem Chat? Digga, du hast ein Modi hast du kritisiert, alle kommen jetzt raus. Nee, das Ding ist, ich habe niemanden kritisiert, nur dein Modi hat ein bisschen... so schlecht geredet, deswegen habe ich gefragt, welcher war das denn? Der da mit dem islamischen Profilbild, er sagt in mich rein und ich sage, was hast du für ein Profilbild, wenn du so redest, weißt du? Und danach hat er mich gestummt. Ja, vielleicht meint er Liebe in dich rein. Nein, Gott, er hat doch gesagt, Organisation soll in dich rein, habe ich gesagt. Weil ich gesagt habe, was ist das für eine Organisation, weil er mich stumm findet. Ja. Und er hat gesagt, Organisation soll in dich rein. Ja, aber wenn er das meint, also... Ist so, keine Ahnung. Okay, also, der organisierte Liebe. Also, Yoda schreibt, smart sein, besser jetzt leise. Nein, mein Lieber. Du bist herzlich willkommen, Crew, bitte vor die Tür. Du bist herzlich willkommen, Crew, ja. Und wenn du gestummt wirst, hier blockiert niemand. Wenn du gestummt wirst, bist du ja nach einem Tag wieder offen. Finde ich aber auch fies. Sind schon böse Leute, oder, Smart? Ja, wie fandest du heute meine Spende, mein Elefantendings? Vielen, vielen Dank, Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, ja. Sah süß aus. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Lia, bist du da? Ist egal. Also, das waren nur 5 Minuten. Achso, 5 Minuten wurdest du nur gestohlen. Nein, er arbeitet die ganze Zeit 5 Minuten. Das waren gefühlt 20 danach. Ah, okay. Also. Egal, ja. Nicht schlimm. Manche Menschen, denen macht das Spaß. Ist doch okay. So, mein Lieber, also, ich habe deine Stimmung aufgehoben und jetzt flatter davon wie ein Schmetterling in einem Dorf, wo Sonne scheint, wo Ziegen sind, Elefanten. Los, flatter davon. Nein. Du hast dein Herz aufgehoben. Ich wollte gestern eigentlich noch was Nettes sagen, ich wollte mich bedanken dafür, aber du hast mich so radikal rausgeschmissen. Ich wollte eigentlich sagen, Dankeschön für die Tipps und so, für deine Kritik, aber... Ja, vielen, vielen Dank. Nein, ist doch kein Problem, ist alles gut. Jetzt flatter davon. Flatter davon. Ich habe dich hier wachsen sehen. Es ist die Zeit, ist gekommen. Verlass das Haus, ja? Ich weiß nicht, aber kick mich einfach auf netter Weise, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, nochmal, nein. Ich muss vorsichtig sein, du siehst als Schmetterling sehr, sehr gut aus. So, flatter davon. Flieg so weit es geht, Smart. Flieg weg zu Adler. Ey, Tuppi. Also, du weißt, Adler fressen Schmetterlinge. Das wollen wir nicht, ja? Also, alle ein Herzchen rein. Nee, ist keine Raupe-Message. Ist schon Schmetterlinge. Ja? So. Alle ein Herzchen rein, den ich ein bisschen die Langeweile und die Einsamkeit rauben konnte. Ich gehe jetzt dank euch mit 0% Akku zum Sport, ja? Und vielleicht mache ich wieder einen Sexy-Maxi-Clip. Sportclip. Ja. Alle das Plus wegmachen, ihr Geizigen, ja? Ja, manche AfD-Wähler zittern schon so am Plus wegmachen. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, einfach das Plus wegmachen. Ich sehe das nicht, wenn mir folgt. Vielen, vielen Dank, Schnake. Kommst du später? Natürlich. Alle 3-4 Stunden immer, ja. Ich bin noch für meine Hartz-IV-Familie immer da. Und bist du wieder angekommen oder warst du nicht da? Man weiß es nicht. Man munkelt, ja? Nimm Plus weg, ihr Geier, ja? So, bis später. Vielen, vielen Dank, ja? War lustig. Ja, so 22 Uhr. Nee, 23 Uhr. Ciao. Tschüss.